Was geht ab, Fitnessfreunde? Letzter Tag hier auf dem Roadtrip im ShapeU Wohnwagen. Und gleich ist schon heute, ja genau, wie gesagt, der letzte Tag. Gleich ist schon das Camp, also die Präsentation mit Training und Ernährung und das Training dann schlussendlich und die Diskussion, alles drum und dran. In 15 Minuten, ja, um 10 geht's ja los und ich bin gerade erst aufgestanden, ich bin so müde, ich musste voll lange fahren gestern Nacht. Wir sind erst um 4 Uhr morgens hier angekommen von Berlin. Und mein Frühstück sieht so aus. Tada! Der gute alte Instant Oats Shake. Aus 200 Gramm Instant Oats, 12 Flavor Drops, 50 Gramm Proteinpulver. Und dazu nehme ich noch ein paar Omega-3 Tabletten und ein paar Gerstengras-Presslinge, weil es ist ein bisschen schwierig mit dem Frühstück. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Die Leute kommen gleich schon und dann wird es losgehen. Ja, ich freue mich drauf. Aber vorher muss ich mich noch ein bisschen rasieren. Erstmal vielen, vielen Dank an Pure Training in Frankfurt. Die haben uns das Gym zur Verfügung gestellt. Richtig geiles Fitnessstudio. Und ja, wir gehen jetzt erstmal hoch, sind ein bisschen spät dran. So, you excited? Yeah, looking forward to it. Are you chilled? Looking forward. So, I heard when I was asleep, you had a video shoot already. Yeah, so we were up early training and now we're straight into the seminar. So it's been a bit of a rush, but yeah, it's all worth it. I've done a few training sessions in a few days, yeah, so it's been hard work. Yeah. It's been hard work. Okay, now you have something to eat. Trying to get some gains, yeah. First meal of today. Mm. Not that good, but it's okay. Yeah, here. Was geht ab, Fitnessfreunde? Alles klar bei euch? Ihr kommt alle auf YouTube. So, hier sind wir. Cool, ein paar Leute sind am Start. Hallo, Patrick. Wie geht's dir? Alles gut? Sorry, dass wir ein bisschen zu spät sind. Wenn jemand... Oscar, boy. Was geht? Komm ich auch auf YouTube? Ja, du kommst auch. Ist halt noch einfacher, so quasi von der grundsätzlichen Motivation. Man hat ein gewisses Ziel vor Augen. Wenn man jetzt eine normale Diät durchführt, also jetzt nicht am Wettkampf teilnimmt, aber dann... vielleicht auch ein Ziel vor Augen. Man sagt ja zum Beispiel... Genau, ja, das sollte man sich zumindest setzen. Ja. Ja. Man sollte sich auf jeden Fall immer ein gewisses Ziel setzen. Beim Wettkampf ist es klar, ich will am Tag X die beste Form bringen. Dadurch hat man halt immer sein Ziel. Wenn man jetzt längerfristig eine Diät macht, zum Beispiel für den Sommer oder so, weil man halt irgendwie einen extra guten Strandbody haben will oder so, dass man sich da halt immer sein Ziel setzt und halt auch immer Marker aufstellt, also dass man sich selbst fotografiert, das Gewicht kontrolliert, dass man halt sieht, es geht halt auch wirklich voran. Und dass man halt auch die Fotos davor sieht, vielleicht von vor 2 Wochen oder sonst was, dass ihr halt seht, eure Form verbessert sich, weil sonst könnt ihr sehr schnell so tief abrasseln und ja, denn im Endeffekt streikt ihr dann irgendwann, weil ihr sagt, wozu der ganze Mist. Ne? Mich nur mehr, weil selber merkt man gar nicht, was sich verändert. Wirklich manchmal, ich habe es auch festgestellt, meine Diät von Fibo damals, ich habe gemerkt, so, oh, irgendwie geht gar nichts mehr voran. Da habe ich auch ein Foto rausgekramt. Ich dachte, boah, da ging auch schon was ordentlich voran. War gerade mal irgendwie Tag 10 oder so. Und das kann eigentlich unheimlich helfen, weil ihr seht euch ja selber auch nicht wachsen. Ihr seid ja niemals aufgestanden und sagt, oh, jetzt bin ich aber heute groß geworden. Trotzdem habt ihr euch ja extrem verändert, seid ihr auf der Welt. Also, ja. Ja, also deswegen immer so auf Folge festhalten. Wenn man sich jeden, setzen, halt jeden Tag im Spiegel sieht, genau, ja, merkt die Veränderung. Was kann ich tun, wenn ich hungrig bin, aber meine gedachten Kalorien schon gegessen habe? Da kann ich auch vielleicht ein paar Tipps geben. Also auf jeden Fall, wenn man die Kalorien schon voll hat und dann noch extrem Hunger hat, dann würde ich schon, was weiß ich, Gurken essen, Tomaten oder einen Salat, irgendwas essen, damit man halt wenigstens das Gefühl hat, man hat was gegessen, so der Magen muss ein bisschen arbeiten, man hat gekaut, dass man den Hunger irgendwann so überbrücken kann, bis man schlafen geht. Oder gibt es auch so Tricks wie halt viel Wasser trinken, grünen Tee oder ja, wie gesagt, kalorienarme Sachen. Karotten habe ich immer ganz gerne genascht während meiner Diät. Oder auch ein Tipp von mir ist Zähne putzen. Vielleicht kennt ihr das. Wenn man Zähne putzt, ja, ist ein bisschen jetzt komisch, aber man. Also alles schmeckt scheiße danach. Deswegen da habt ihr keinen Bock auf irgendwas. Also Zähne putzen, so während der Diät.
alle zwei Stunden oder ja, aber jetzt ohne Witz, ihr lacht jetzt, aber das sind so Tipps, die sind natürlich so, die hat man selber so festgestellt in der Laufe der Zeit und nimmt man so mit und das sind eigentlich die Tipps, die ja wirklich dann so vielleicht zählen, weil wenn es jetzt echt euch hilft, dann ist natürlich das Beste. What can I do if I haven't got time for cooking every day due to work? Also ich stelle vor, ihr sagt so, hey, ich arbeite Schicht, wenn ich heimkomme, ich bin mega müde, dann noch ins Training und dann, wenn ich heimkomme, auch noch kochen, kann mir gar nicht vorstellen. So. Justin, what do you think? You make time. As simple as that. You make time. Nutrition, as we've been discussing for ages, is obviously so important. So if it's something like that, you're not having time every day, you make time at certain points in the week. So maybe you're going to prep your meals. So, I mean, you can prep for weeks ahead. A lot of the time, I can prep food for up to 2 weeks and I'll just fill up my fridge so I know that I've got that food prepared for me. If I know tomorrow I've got a long day at work or if I'm busy and I'm not going to have time, then I'll make sure the day before that I prep the food. You have to make the time. It's as simple as that. There's no way around it. You make the time. Ja, gehst du heute wieder an deinen Max? Ja, nee. Heute nicht. Vor 4 Tagen habe ich einmal 260 gemacht. Und heute ein bisschen leichter. Wir haben ja ein paar Technikaspekte drin. Und immer gucken, wie ich so einigermaßen heute trainieren kann. Oder eher, also hast du eher die Coach mache. Genau. Und dass der morgen vielleicht eher wieder richtig angreife. Wird sich zeigen, muss man gucken, wie wir von der Zeit hinkommen. Ja, ist immer schwierig so, wenn man auf Events ist oder so seinen Plan richtig durchzuziehen. Ja, ne? Ja gut, ist ja jetzt auch nicht die nicht unbedingt die Zielsetzung, ne? Ja, genau. Ob wir ja den Leuten was vermitteln und da ein bisschen gucken, dass die Leute sich verbessern können, weil selbst hat man ja sonst an den anderen Tagen die Zeit. Ja. Ne? Richtig. Und was macht ihr alle? Ihr guckt nur zu oder trainiert ihr auch? Lass es uns erklären. Ah, gut. Dann fleißig zu, damit wir es gleich nicht. Und dann macht ihr es gleich nach. Sehr gut, so muss es sein. Auch mit 260 Kilo. Ja, genau. Geiles Shirt, man. Ja. Bockt, alle so im Partnerlook. Odo, was geht ab, Bro? Falls ihr ihn noch nicht kennt, ist ein guter Kollege von mir. Auch bei Instagram bist du zu finden. Bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube. Ja, kann ich ja mal alles einblenden. Wenn ich mir manchmal vorstelle, ich bin allein zu Hause, ich rede mit der Kamera, aber eigentlich sehen das dann später 10.000 Leute. Da muss man manchmal so aufpassen, was man sagt. Das Lustige war, mich hat mein Kumpel angeschrieben, hat gesagt, hier, guck mal, Oskar in Facebook, da hast du noch 800 Likes gehabt, gell? Ich hätte gemeint, fang doch du auch mal mit YouTube an. Und ich habe mich immer davor gescheut. Und jetzt hat er 50.000 und du hast geschafft. Sag ich dir ehrlich. Danke. Ja, das schaffst du auch. Das ist wirklich der Key, ist wirklich so durchhalten, genau. Egal was andere sagen, einfach genau. Immer weitermachen. Und es wird kommen. Ich hoffe es, vielen Dank. Ja. Und wir trainieren heute ein bisschen Rücken. Ich werde euch ein paar Ausschnitte zeigen. Hier ist überall zu geil, überall ist jemand am Trainieren. Da auch Rücken. Hier auch ein paar Kameraleute. Felix ist am Erklären. Am Chillen. Kannst du dann einen Satz mal aufnehmen? Ja. Machen wir abwechselnd. Läuft schon? Okay. Genau, ja. Das Ding ist, ich habe eben hier so gewundert. Und also nur so gemacht, um die Spannung zu halten. Dann kam Justin und meinte, das sollte man mit den Schultern nach vorne und dann die Bewegung aus dem Latt einleiten. Und das soll dazu führen, dass man nicht den Bizeps spürt, indem man nur so macht, sondern wirklich den Latt komplett stretcht nach vorne und dann die Bewegung einleitet. Das mache ich auch so. Ich nehme immer vorne komplette Dehnung mit und dann wieder schön nach hinten. Ja, wir haben schon zu sagen, so. Ja, just warm up. Jetzt könnt ihr halt Justins Technik sehen und vor allem wie seine Muskeln arbeiten, das ist echt krass. Und
jetzt. You can also see good his back muscles working. Yeah, perfect. Gute Form. Bist du gerade in der Diät? Oder? Ich bin gerade seit 10 Wochen in der Diät. Oh, schon so lange, Mann. Ja. Und wie lange musst du noch? Oder wie viel musst du noch loswerden an ich Fett? Ich habe da jetzt gar kein Gewicht festgelegt oder gar keine Zeit festgelegt. Ich mache das einfach so lange, bis ich zufrieden bin. Nimm ein paar Bilder mit, mach ein paar Shootings, ein paar Motivationsvideos oder sonstiges. Und dann versuche ich das Ganze wieder zu cyclen und nicht den Fehler zu machen, wieder komplett normal zu essen. Ja, genau. Also ich bin momentan im Aufbau und ich mache das auch, wenn ich runterdefiniert habe, dieses Reverse Dieting, also dass ich langsam aufbaue und nicht wieder alles, die ganze Diät wäre dann umsonst, weißt du, wenn man wieder sich fett frisst. Aber machen ja viele Wettkampf-Bodybuilder vor allem, weil die sich belohnen wollen, weil die ja so eine harte Diät machen, die können da nicht anders hauen. Das war mein größter Fehler nach der FIBO. Ich habe 12 Wochen Diät gemacht und dann habe ich 10 Wochen ganz normal gegessen, ja, worauf ich Lust hatte. Ohne irgendwas zu zählen oder so, sofort angesetzt. Sofort alles wieder zerstört. Und das möchte ich halt entgehen mit diesem Reverse Diet. Was du vorhin auch meintest, man sollte nicht zu sehr auf das Gewicht gucken. Ne? Genau. Eher auf die Form. Und ja, einige sehen halt mit weniger Gewicht massiver aus sogar, weil vor allem wegen der Definition. Und ja, das ist eigentlich der ausschlaggebende Grund, je definierter, desto besser sieht man teilweise aus, weil die Muskeln werden halt sichtbar. Ich finde so Diskussionen in Facebook immer cool, wenn Leute schreiben, ja, ich brauche mir vor dem nichts sagen zu lassen, der wiegt doch nur 76 Kilo. Es gibt Leute, die sehen mit 76 Kilo so krass aus, eben. Man muss nicht unbedingt 120 wiegen. Ja, also. Ich würde auch wahrscheinlich, wenn ich richtig definieren würde, auf die 76 kommen. Schon möglich, ja. Da gibt es auch Leute, die, guck mal, er wiegt jetzt, Justin wiegt jetzt über 90. Boah, er ist ja auch, da kann man nichts sagen. Er ist ein Monster. I just said, how much is your weight now? 96. 96 Kilos, yeah. Yeah, so I was 91 on stage 2 weeks ago. Okay. I sort of binged out. And you gained in 2 weeks 4 or 5 kilos? Yeah, I probably gained in 2 days 4 or 5 kilos. Okay. No, it's just definitely not. Yeah. I've got a bit of a belly at the moment, but yeah. Okay. And you said you have a next competition in a few months? I haven't decided yet. There's a competition in November. Okay. So I mean, it's like 10 weeks, so I need to decide pretty quick. Yeah. I'm not sure yet. I want some time off, so we'll see. All right. So, Justin has just started with YouTube too. So yeah. We have two YouTube beginners YouTube here. YouTube pros here. They're going to teach me how to get on the whole YouTube flex. Yeah. So yeah, they got some points to teach me, I guess. Yeah. I think it's very interesting because you're doing videos in English, so it's international. Yeah. Meek is it's a little bit because I'm doing German videos. Yeah, it's sure. Only here. But yeah, and you have the body, you have the experience and the knowledge. So Justin's channel will be a really interesting for you. I will link it to hopefully. You. Check this out. So when the weight gets heavier, you're gonna have heavy weight here. You're gonna have to get that across your knees and then come back. Does that make sense? Whereas if you grow up back, then it's a straight line. So the bar just goes up and down rather than forward. Did you film it? Did you film it? Shit, let's do it again. Show me. I can film it. It was just a show in back. Ja, genau, kannst du aufnehmen. Das ist echt eine gute Möglichkeit. Yeah, see, that's better. So you keep the bar closer to your shins and straight up rather than the bar having to go forward. But on the way down, your bar goes forward. Just keep your arms straight, no bend in the arms, straight down. Yep, and down again. Yeah, that's better. But still, try and lead arse first, so arse back. Yeah, there you go. So hips always lead.
When you deadlift, do you do deadlift for legs or for lower back? Which is for lower back. Because he's doing, he's using a lot of legs, right? He's doing like a little bit of squats. Yeah, exactly. Because you've got such a bend in your knees because your knees are leading. You're doing a lot of quad work, leg work, hamstring as well. So what you want to keep your back slightly straighter and just focus on the lower back. Does that make sense? So. So, jetzt bist du dran mit deinem nächsten Satz. Okay. Diät läuft. Sehr gemischt. Ja. Ist gut die Kamera, ne? Wir haben hier auch Saskia, die war ja schon letztens dabei. Vielleicht kennt ihr sie vom Video mit Ryan Terry. Nimmt immer jedes Seminar mit, will viel dazu lernen. Aber sie hat eigentlich schon ganz gutes Wissen und eine gute Form beim Kreuzheben. Na toll, jetzt gibst du mir echt nichts zum Korrigieren, ne? Yeah, sehr gut. Das ist außerdem nur Aufwärmen. Aufwärmen? Ja. Wie viel packst du denn da so? Also wie viel Gewicht? One rep. Hast du schon probiert? Ja. Ja, so 110 ungefähr. Echt jetzt? Ja. Jo Leute, das Training ist vorbei, das Shape You Camp ist vorbei. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich danke allen, die gekommen sind. War echt unterhaltsam, lustig und gutes Training. Auf jeden Fall danke ich auch an Pure Fitness und Nick, der uns das hier alles ermöglicht hat. Und ja, ich denke mal, es war genug Material. Ich mache mich heute wieder auf den Weg zurück nach Hamburg. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Yo Fitness-Freunde, wie gesagt, das Training ist vorbei. Ich mache hier auch nochmal eine Aufnahme für YouTube. Die Leute lachen schon, weil wir haben gerade hier alle am Handy komische Sachen gepostet. Bei Instagram, Snapchat und auch für YouTube was aufgenommen. Und zwar sind wir gerade hier am Burger essen. Gut. Gut. Wie heißt der Laden, oder? Jamie's Burger. Jamie's Burger.
rausgehauen haben. Alle haben irgendwie hier richtig fetten Burger, doppelt Fleisch und so. Du hast einen einfachen, Leute. Voll geil in meinem Maul. Und ich habe meine geilen Süßkartoffeln fritten hier am Start. Ich habe einen ganz normalen so doppelten Burger, halt mit doppelt Fleisch, Käse. Schmeckt der dir, Patrick? Oh, läuft richtig geil. Ich habe nochmal extra. Läuft mal auf den Finger. Der ist richtig geil, richtig geiles Fleisch, schaut euch das an. Dann auch mit Bacon dazu. Bacon ist sowieso ultimativ geil. Ich hab noch nichts gegessen, also insofern ist es sowieso. Das passt in deine Macros. Ja, ja, es passt genau rein. Und ist besser als McDonalds, ja? Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das mal anguckt und dann mal mit so einem McDonalds-Burger vergleicht, kannst du dir sonst ja sonst nicht reinziehen, aber so ein Burger kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ja. Awesome. Ich auch. Ich so, enjoy and I'm gonna try now too. Without the camera.